Jo, liebe Leute, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum nächsten VGC Battle mit dem Dennis wieder dabei. Hallo. Und ja, letztes Mal hat er hier falsche Sachen gesagt. Ja, tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass das ausreicht, ehrlich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Todesflug, nee. Und wir spielen weiter mit dem Team. Mal gucken, wie es sich jetzt anstellt. Ich hoffe eigentlich ganz gut. Ich hoffe es. Ja, ich glaube, das Team kann sich nicht anstellen. Du musst dich anstellen. Ja, du hast es doch verkackt. Wer ist denn hier der Spieler? Du hast oh nein, fehlt dir immer. Das sind solche Teams, die ich denke, nee, ne? Nicht in Ernst. Ja, genauso wie gerade mit dem Staraptor. Also, sein... Oh, Panzer Aeron. Genau. Ich glaube, so einen ähnlichen Gegner hatte ich auch mal gehabt. Also, Lando auf jeden Fall, würde ich sagen, ist unser bester Lead. Lando weil, definitiv. Ja. Und du brauchst definitiv noch was gegen... Tank würde ich reinschmeißen. Panzer Aeron. Warte, mit Panzer ja, Aeron und, leadert, ja, weil... Aber ich würde erst Tank nehmen... Als First Lead, weil wenn er Pisar leadet, oder wie das heißt, oder Pisagon, ist ja Streufähigkeit, ne? Nicht, dass er ein Lichit oder so ein Scheiß raushaut, dann können wir mit Mogelhieb das unterbrechen, gehen direkt für ein Dings, ne? Und Ente in der Hinterhand halt für, Ja. Ne? Hast du Stonehenge drauf, nehme ich mal an. Ja, klar. Ist nur die Frage, ob wir Zesuri, ja, Zesuri wird uns, glaube ich, hier nicht so viel bringen, durch die zwei Feuermons. Da würde ich eher für die Yara mitnehmen. Ja. Aber das ist halt auch resisted, ne? Ja, das ist mein genau, das ist das, was ich auch denke. Oder halt Sisorium Motivschlag, ne? Ja. Ich glaube, das ist das Beste. Da hast du was gegen Flitjamo und gegen Diagon noch. Mit deinen Unlicht-Attacken. Und ein Sucker Punch tut trotzdem noch ordentlich weh. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir dürfen nur nicht den Flammenkörper kriegen. Das darf uns nur nicht passieren. Aber ich glaube mal, sein Lied ist wahrscheinlich Glurak mit Seppi Royal. Oder Pisaugan setzt er daneben. Weiß nicht, bei so einem Team, da kann nicht, man nicht den Lead auch nicht predicten, ne? Kann man einfach nicht. Nicht wirklich. Ramot! Diagon und Ramot. Okay, dann wird Ramot mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ach, das ist ein Deutschspieler oder österreichisch oder was? Also deutschsprachiger Bereich. Ja, ja, Diagon und Ramot sind die deutschen Namen. Okay, dann wird er wahrscheinlich, ich tippe mal sehr wahrscheinlich sogar Kraftreserve Eis spielen auf Ramot. Nur, meinst du? Ja, ich würde aber für eine Catwind auf Pisagon gehen und für einen Fakeout, dann ist das 4 raus. Sache ist, dass Pisagon auch Fakeout kann und den würde er definitiv. Ja, aber wir sind schneller mit Tank. Gegen Landris. Nee, es hat 104. Ja, okay. Base Speed. Also es ist definitiv schneller. Vielleicht. Das sind die Fragen. Oder wir gehen halt safe weiß raus nicht, und gehen auf Entei. Ich weiß eben nicht, ob eine Return ausreichen würde auf Ramot. Wir können auch, wie gesagt, safe rausgehen und gehen auf Entei. Wäre so meine Variante jetzt. Die Frage, ich frage mich echt, ob er wirklich die HP-Ice spielen könnte. Ich tippe. Weil das wäre eigentlich das... Das ist eigentlich, warum willst du sonst spielen? Und ich gehe jetzt auf Entei. Ich hab Ramot und wir gehen in die Mega-Entwicklung. Gehen auf Fake-Out auf Pisagon. Mal gucken. Ob er jetzt auch selber Fake-Out spielt. Okay, wir hätten auch auf Ramot machen können. Sonst verliert er Ramot. Ich habe nur vor Ramot so Angst wegen dem Flammenkörper. So, jetzt die Frage, was macht er? Oder er geht für den Falter rein, ne? Kann auch sein. Aber nee, eigentlich... Worst Case Scenario. Ja, aber eigentlich ist es... Okay, er geht nicht für Mogelhieb. Oder wir sind schneller einfach gewesen. Kann ich angreifen? Er geht nicht für den Mogelhieb. Er geht für den Falter rein. Egal, wir haben die Steinkante drauf und ich glaube nicht, dass er uns mit Käfergebrumm oder mit einem Dings rausnehmen kann. Und ich würde auch für einen, ich weiß nicht, ob wir für einen Tiefschlag gehen sollen. Weiß ich nicht. Ich würde eher. Ah, wobei der Sash halt stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob er wieder auf den Falter reingehen wird. Wir können natürlich auch protecten, gehen auf die Steinkante und gehen in der nächsten Runde für. Könntest auch wieder auf Landris mit Kank rausgehen, weil. Wenn er Falter reingespielt, glaube ich nicht, dass er. Ja, dass du auf Lando gehst. Irgendwie HP Ice hat. Ja, raus auf Lando und für eine Steinkante. Kante mit. Ja, ja, mit Entei. Ja. Und die Steinkante crittet jetzt am besten auch noch. Weil, wie gesagt, sonst hätte er jetzt die HP Quest Ice draufgehauen. 100%. Wenn er die gehabt hätte, hätte er die jetzt schon offenbart, weil dann wäre Lando safe raus. Lichtschild? Das sind beides physische Warum Mons. Lichtschild? Feuer. Hä?
Feuersturm, Ja, ja. tanken wir nicht, oder? Nee, scheiße. Mit Aber dem mit. Lol. ja, ist plus eins, ne? Ja, stimmt. Jetzt haben wir aber zumindest wieder den Mogulieb Lol. drauf. Kein Zesch? Hä? Was ist hier los? Was ist das denn für ein Team? Ja, ist jetzt die Frage, wird er Glurak reinschmeißen? Ich würde erstmal Sisurio rausbringen. Ja, ich bringe Sisurio raus. Ne, Flatermo. Nice. Dann können wir eigentlich beides safe weghauen. Und wenn er jetzt Glurak haben sollte, können wir immer noch auf Dings gehen. Dann gehen wir für eine Steinkarte auf Flatermo und für einen Abschlag auf Pizarro oder wie der Mist heißt jetzt hier. Jaugon. Ja. Dann Steht müssen doch wir. da. Jetzt kommt der. Warum jetzt ist der Reflektor? Was ist das für ein komischer Spieler? Hä? Und kam meint, okay. Ja, jetzt quitten wir, pass Jetzt. auf. Da muss er jetzt hoffen, dass die Stone Age nicht ausreicht, aber. Disbanded. Ja, Hä? Nee, okay. jetzt kommt Und sogar der noch gecrittet, der meldet, aber Crit. Ja, eigentlich nicht. aber Trotz. der Ja, reicht der auch aus. Reflektor Wir sind kommt. Live-Orb, Bitte wir sind nicht. Live-Orb, hallo. Ja, Was das ist war ein das? kurzes Match. Das war ein, außerdem ein sehr komisches Match. Ich bin gerade echt. Hä? Ja, was soll er jetzt reinschmeißen? Hat er jetzt disconnected? Bitte nicht, das wäre so scheiße. Ja, Das also heißt. disconnecten wegen einem schlechten Team, wir haben auch ein bisschen ungerechtfertigt. Ja, er hat gedisconnected. Er hat geraged. Er hat doch selber so eine Kacke gespielt. Mann. Ja, gut, war ein geiler Kampf. Ja, ich glaube, wir legen noch einen zweiten hinterher. Glaubt es, ja. Ja, für so wenig Minuten, never. Da legen wir noch einen zweiten hinterher. Boah, der Witz. Nicht sein fucking Ernst. Wenn man selber so eine Und das war Scheiße bester Mann. spielt. Ja, aber man spielt doch nicht so eine Scheiße. Moment mal Okay, kurz. der ist. Ich habe es jetzt gar nicht so schnell lesen können. Oh nee, das Team hasse ich jetzt schon. Okay, Gardevoir, Voltolos, Tyranitar, Lando, Heatwim und Amoongus. Ja. Ich will mal eigentlich sagen, sein bester Lied ist eigentlich unser bester Lied. Was ist unser bester Lied? Sisurio. Oh, da bin ich wieder. Ich würde eigentlich unseren besten Lied als Sisurio sogar sagen. Und Kank, weil dann haben wir den Mogelhieb drauf. Dann können wir nämlich irgendwas safe in der Runde richtig viel Damage drücken. Und Ja. ist nur die Frage, Knock-off ob. so. Knockoff sollte eigentlich. Wenn er Lando leadet, sind wir plus 1. Mit Kank können wir Mogelhieb draufhauen, dann kann er keinen Kraftkoloss draufschmeißen. Ne? Dann kann er uns nicht mit Sisurio rausnehmen. Ist nur die Frage, wenn er Amoongus spielt, müssen wir eigentlich Entei mitnehmen. Entei mitnehmen. Aber obwohl wir müssen Heatwave eigentlich so gut gehandelt bekommen. Und Entei hat Steinkante drauf, kann er mit Voltolos rausnehmen. Läuterfeuer auf Gardevoir. Und ja, doch, das ist eigentlich ganz gut. Los, nehmen wir jetzt unser Lando auch noch mit? Würde ich eigentlich sagen. Ja, kann Weil schaden. Bisaflor bringt uns gegen Amoongus nicht viel, aber er kann uns auch nicht viel gegen dagegen machen. Und Filiara wäre Schwachsinn dagegen mitzunehmen. Ja, das ist, ich glaube, das ist so ein guter Lead. Also Lead ist auf jeden Fall hier jetzt Sisurio und Kank, weil er lead, obwohl das wäre Schwachsinn, wenn er mit Lando leadet, weil er hat Sisurio bei uns gesehen. Deswegen ganz dummer Lead wäre das für ihn. Wir werden sehen. Oder er leadet natürlich mit Tyranitar und Gardevoir. Kann natürlich auch sein. Bloß was wird er mega spielen? Ich tippe mal wahrscheinlich Gardevoir, ne? Schallwelle. War eigentlich so die klügste Variante. So, jetzt wollen wir mal gucken. Heatwim und Zen. Ja gut, können wir mit leben, finde ich. Und wollte das was um. Ich suche hier einen Kank. Joa. Können wir mit leben? Also wir können jetzt safe für einen Abschlag gehen auf Voltolos. Ich weiß nicht, ob das ausreichen müsste, aber eigentlich, ne? Live-Orb Und Sisurio. für einen.
Und für ein Sollte er das eigentlich? Fakeout Fakeout auf Bishar, auf Featuren, ja. auf Heatwave. Und wenn er Protect ist, ist uns eigentlich auch egal, weil wir, wie gesagt, den Abschlag zumindest auf Voltolos drauf kriegen. Eigentlich ist das für uns ein relativ gutes Liedchen. Ist nur die Frage, was er jetzt gleich machen wird. Und dann würde ich gleich sagen, weil wahrscheinlich die Hitzewelle kommen wird, gehen wir auf Entei. Und Entei kann es dann mit einer Dampfwalze oder sowas rausnehmen. Donnerwelle auf. Kennt, ne? Ja, können wir mit leben. Wir sind eh schneller. So, und jetzt stirb einfach nur, du Drecksvieh. Bamsti. Was? Nicht sein Ernst! Als ob. Okay, jetzt mit, obwohl wir können auch protecten. Können wir auch machen. Er wird aber Naja, hundertprozentig mit Bishop. Hitzewelle spielen. Ja. Oder? Aber er wird mit Voltolos jetzt nicht angreifen. Tippi, glaube ich nicht. So, dass wir den, und wir können natürlich auch auf den Tiefschlag gehen auf Sandowers. Oder wir gehen auf den Steigerungstieb, dann sind wir plus 1. Ich glaube, Protect ist hier unsere sinnvollste Variante auf Sesorio. Bleiben noch eine Runde drinne. Und gehen dann auf einen Steigerungshieb. Was könnte er rein switchen, wenn das Sandu es noch behalten möchte? Nirgends Ich habe sein eigentlich. Team gerade nicht mehr im Kopf. Auf Heatwim. Weil er, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er angreifen wird. Wieso geht er denn jetzt für ein Protect? Was hat er vor? Lol, wir hätten es rausnehmen können. Ja. Ja, aber nicht, wenn du für einen Tiefschlag gegangen wärst. Ja, nicht, aber jetzt gehe ich, wie gesagt, in Entei. Und gehen wir auf den Steigerungshieb auf Voltolos, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, Hitzewelle ist eigentlich obvious, dass sie kommen wird. Und es ist nur die Sache, dass wir durchkommen. Wir müssen nur durchkommen. Das wäre echt gut, wenn wir durchkommen würden. Natürlich können wir jetzt Also auch mit ein offen. plus eins noch dazu wäre schon geil. Ja, weil du dann auf jeden Fall Heatwave, ich glaube, mit einem Double Steigerungshieb und dann mit einem Tiefschlag rausnehmen würdest. Ne? Aber wir haben ja auch die Steinkante drauf, von daher würde das ja auch schon guten Damage machen. So. Kraft. Ach, er hat Lando predicted wahrscheinlich. Ja, er hat Lando predicted. Hitzewelle, ja. Nice. Sieht richtig gut gerade aus. Ein Crit. So, plus 1. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Hitzewelle von Heatwave. Crit gegen unser Entei? Oder Entei. Kangama? Entei und Kangama ist noch da, aber. Ja, okay, Gardevoir, nice. Familienbande! Ist die Sache jetzt, wenn wir für eine Gut. Dampfwalze gehen, müssen wir Heatwave rausnehmen? Theoretisch schon. Theoretisch schon. Wir sind, glaube ich, ist Entei nicht schneller als Gardevoir? Ja, ne? Müsste eigentlich. Dann könnten. Wenn es nicht mega ist, ja. Ja, es Und du Full Init Invest hast. kriegt er erst nächste Runde Init Boost. Deswegen bist du Also, schneller, ja. genau, wir gehen dann für die Dampfwalze, müssten Heatwave rausnehmen. Gardevoir kriegt ein Init-Dings und dann gehen wir. Ich weiß nicht, ob Zizuri jetzt die Wahl ist. Aber wer jetzt die Klügste, ne? Oder wir lassen Kank drin und gehen für ein Protect. Ja, ne? Ja, wir lassen Kank drin und gehen für ein Protect. Jo, so ist glaube ich, gut. Okay, klar, ist Protect geht durch. Er geht nicht in die Mega. Nice. Finde ich gut. Nein! Dürften wir jetzt nicht Was denn? rausnehmen. Jetzt dürften wir es nicht mehr rausnehmen. Mist. Wen? Er hatte die Schokobeere drauf. Damit nehmen wir es nicht mehr ganz raus. Und er geht auf eine Psychokinese, auf Kank. Und die Erdkräfte auf. Ja, war klar. War klar. Mist. So, und jetzt würde ich eigentlich in Lando gehen, auf dem Was hast Erdbeben. du? Ach, Auf dem Protect Erdbeben. mit Kanker. Ja, ich würde jetzt eigentlich auf Lando.
und jetzt auf ein Erdbeben gehen und dann mit Kang, ja, wenn Kang sterben sollte, ja, scheiß drauf auf Kang, ne? Ich finde Tiefschlag gegen Gardevoir. Das ist doch Tiefschlag, oder? Ja, aber ist die, ja, doch, Erdbeben. Oder er wechselt halt in sein Lando raus, wenn er das hat. Ja, beginnt für einen Tiefschlag auf Gardevoir. Weil er hat ja, glaube ich, gerade protected, also würde er Nee, nicht er hat nicht nochmal machen. protected. Er kann sein, dass er jetzt mit Heatran protected. Aber dann würden wir immer noch Gardevoir rausnehmen. Er geht in die Mega. Nice, er bleibt drinne. Ist Aber noch. es geht ja für den Protect. Jetzt ist jetzt die Frage, ob er für den Protect geht. Ist jetzt die Frage, ob er für. Nein, geht er nicht. Nice. Dann ist beides raus. Und Zucker trifft und Bamsi. reicht. So. Und jetzt hat er wahrscheinlich nur noch selbst seinen Lando. Tipp ich mal, dass er das dabei hat. Wäre natürlich jetzt richtig geil, wenn Kang überleben sollte mit einem KP oder so. Nice, Kang überlebt auch noch. Ich würde jetzt schon fast sagen, GG, kommt jetzt drauf an, was er als letztes Mon hat. Ja, du hast zweimal Prio noch. Amoongus, oh Gott. Ja, da hilft dir die Prü auch nicht so viel. Aber du bist plus 1, oder nicht? Mit Kank. Also du kannst definitiv für den Return gehen, weil ich glaube, also er muss dich quasi angreifen, Ja, aber wir gehen erstmal um es mit rauszunehmen. Dings raus. Gehen auf Mit Sesurio. Lando. Und gehen auf, ich weiß nicht, auf, wieder auf dem Steigungstyp und dann auf. Er muss. Nee, geh für eine Return, geh gleich für eine Return. Ich habe keine Rückkehr, wenn Du du bist das immer noch meinst. geparat, ne? Ich habe Wird für eine keine Rückkehr. Return gehen. Sondern. Ich. Steigungshieb und Tiefschlag und Mogelhieb. Ach, und Schutzschild, oh. Ja. Ich gehe für einen Steigerungshieb, weil ich glaube nicht, er geht wahrscheinlich für die Pilzspore auf Lando. Auch das ist möglich. Ja. Und dann muss er muss in der nächsten Runde muss er angreifen, weil er Kang rausnehmen muss, wenn das plus 3 ist. So, was macht er? Okay, ja gut, finde ich Der auch gut. Schutzschild. Nice. Ja, finde ich, kann Vermutlich ich. hat er halt Angst vor einem Schutzschild oder so. Von einer Ja, jetzt Rückkehr. gehe ich für einen Tiefschlag und für einen Abschlag. Abschlag, um den Giftschleim abzuhauen und Tiefschlag, wenn Für den das Fall, dass jetzt, er angreift. ja, würde beides guten Damage machen. Und dann können wir zum Schluss in Lando gehen. Er greift nicht an, er geht wahrscheinlich für die Pilzspore dann. Aber damit nehmen wir ihn zumindest seinen Giftschleim, ne, Beulenhelm weg. Ja gut. Noch besser. Noch besser. Ja, er kann uns nichts machen. Er muss angreifen, um Bischof, um Kank rauszunehmen. Und jetzt Können. ohne Beulenhelm ist er noch dazu gezwungen, direkt auf Kank zu gehen, weil Ja. er sonst zweimal Ja, mu er muss. Zucker abkriegt. Ja, das ist ein GG. Nein! Einfach Nicht sein Ernst! lol. Wir kriegen erstmal die Wer jetzt Para angreift, dann hat und er nicht sein. Tanks. Nicht sein. Tanks nicht, Nein! lol. Wow. Alter! Wie lucky das für ihn war. So, ist jetzt die Frage Kehrtwende? Oder gehen wir hier für einen Rock Slide? Ich kann mich nicht in Erdbeben scarfen, weil ich Cesorio halt verliere, ne? Hast du nicht Rückkehr? Ja, okay, nee, Kehrtwende. Ja, ich würde in die Kehrtwende gehen. Ist zumindest zweifach effektiv. Ja. Nee, neutral. Oder neutral, aber Ja, es sollte trotzdem guten Damage machen. ja, wenn wir jetzt aufwachen so unseren Eisenschädel durchkriegen, wäre auch cool. Nö. Nö, nö, sagt er. Der Vorteil ist einfach, er muss jetzt für den Giga Drain gehen. Auf Lando. Das heißt, ich kann für den Tiefschlag von Sisurio drauf gehen. Tiefschlag und einmal Kehrtwende. Und wenn wir jetzt mit einem von beiden auswachen, müssen wir es fast rausnehmen. Boah. Drei Runden schläft Sisurio. Erste Runde Lando. Giga-Sauger kommt. Wenn er sich jetzt komplett wieder hochheilt, ne? Dann werde ich echt traurig sein. So. Sisurio, wach einfach nur auf jetzt, komm. Endlich! Nice. So. Oh. Was für ein Scheiß-Match. Oder? Das ist Pokémon. Bist du überhaupt noch da?
Ich bin noch da. Ja, wo sind deine Kommentare in dem Moment? Du flippst ja sonst immer aus, wenn man Hex abbekommt. Oh, hallo. Ja, du flippst sonst immer aus, wenn Hex kommt beim Kampf. Ja, Ja, ist dieser echt so. Part war ein bisschen länger als sonst. Dafür haben wir aber auch zwei Kämpfe gemacht. Der erste Kampf war natürlich richtig gut gespielt. Einfach disconnecten, weil er so schlecht gespielt hat. Aber gut. Ja, Mann. Aber gut. Und Muss halt auch mal sein. lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Link von Dennis ist auch hier wieder unten in der Beschreibung. Schaut da mal vorbei. Ja, ich bin fame. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann die Tage im neuen Video oder beziehungsweise bei der nächsten Nuzlocke Part. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.